Ich werde inshallah ergänzend zu dem vorigen Unterricht über den Propheten Mohammed a.s. berichten, der uns natürlich im Lichte des edlen Korans auf die Notwendigkeit eines Kalifen bzw. auf die Notwendigkeit eines Kalifats hinweist. Das, was ich bei dem vorigen Kurs gesagt habe, werde ich jetzt inshallah auch nochmal sagen. Es gibt viele, viele, viele Ahadith, viele Aussagen des Propheten, viele, viele Aussagen des Sahabe, viele, viele Aussagen der Tabi'im, die über die Notwendigkeit eines Kalifen und eines Kalifat berichten. Und ich werde nur für diesen Kurs, ohne den Rahmen zu sprengen, ausgesuchte Hadithe hier rezitieren, damit ihr seht, dass das Wort Kalif und Kalifat auch im edlen Koran, Entschuldigung, in der Sahih Sunna vorkommen und dass der Prophet a.s. auf sowas hinweist und es auch als eine Notwendigkeit zeigt. Denn ihr wisst, der Koran und die Sunna sind ja Sachen, die sich gegenseitig ausgleichen. Und deswegen ist jetzt die Reihe an die Sunna des Propheten a.s. gekommen. Allah sagt nämlich im Koran, Astaghizu billah, ya ayyuhallazina amanu, o ihr diejenigen, die ihr glaubt, ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulil amri minkum. Folgt Allah, folgt seinen Gesandten und den Befehlshabern unter euch. Das heißt, den Staatsführern unter euch, minkum, die von euch sind, ja, die Muslime sind, nicht laizistische Staatsführer. Und mit unter anderem, natürlich sagt er, folgt auch seinem Gesandten. Und ich möchte einige Aussagen, wie gesagt, vom Propheten Mohammed a.s. diesbezüglich sagen, wo er über das Kalifat und den Kalifen spricht, sallallahu alaihi wasallam. Der erste Hadith ist in Muslim, kommt er vor. Der Prophet a.s. sagt, über den Treueid eines Kalifen, wenn einer einen solchen Kalifen Treueid leistet, die Bay'a gibt, denn ihr wisst, der Prophet sagt, وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُكِهِ بَيْعَةٌ Mietetan mata jahiliya. Derjenige von euch, der den Kalifen keinen Treueid leist, von seiner Zeit, stirbt den Tod der Unwissenheit. Das sagt der Prophet a.s. in Sahih Muslim. In Sahih Muslim. Das heißt, wir Muslime sind verpflichtet, nach der Aussage des Propheten, zu egal was für eine Zeit wir leben, einen Kalifen aufzustellen. Wir werden das inshallah später sehen. Bevor der Prophet a.s. begraben wird, wird schon ein neuer Kalif gewählt. So wichtig ist das. Und auch in der Zeit der Salaf al-Salihin sehen wir auch, der Zeit der Khulafa al-Rashidin, vier rechtgeleiteten, fünf gerechtgeleiteten Kalifen, dass immer die Wahl des Kalifen eine Notwendigkeit immer wieder gewesen war. Erst hat man den Kalifen gewählt und dann fing man mit den anderen Sachen an, die das tägliche Leben beeinflussen. Dann sagt der Prophet, wenn einer einen solchen Kalifen Treueid leistet, die Bay'a gibt, seine Hand auf seine legt und sein Herz ihm ausliefert, das heißt sich ihm hingibt, hat er ihm zu gehorchen, soweit es in seiner Macht steht. Wenn ein anderer kommt, ein anderer Kalif kommt und mit dem Ersteren widersetzen sollte, dann tötet ihn. Es gibt einen Kalifen. Ein zweiter kommt. Was macht ihr dann? Dann muss er getötet werden. Wer tötet ihn? Keine Selbstjustiz. Das islamische Kalifat. Warum? Ist das nicht zu brutal, werden ja natürlich einige Humanisten sagen. Die Humanisten, die auch zwei Weltkriege produziert haben und Trikotländer ausgebeutet, das kennen wir, da braucht uns keiner damit anzulegen. Was ist hier los? Warum wird ein zweiter Kalif getötet im islamischen Staat? Fitna. Einheit geht kaputt. Die Einheit der Muslime kann nur erzeugt werden, indem sich 1,8 Milliarden Muslime unter einen Kalifen versammeln. So bildet sich die Einheit. Du kannst die gleiche Meinung haben, das heißt immer noch nicht, dass du eins bist. Du musst dich um einen Kalifen versammeln, dann bist du eine Streitmacht, dann bist du eine Macht. Wir können 1,8 Milliarden Menschen sein, wir können hier alles die gleiche Meinung haben. Wir sind jetzt zum Beispiel 10 Leute in diesem Raum, wir haben alle die gleiche Meinung. Wir können uns nicht nach A, wallahi, wir können uns nicht nach A und nach B bewegen, wenn wir uns nicht unter einem Imam versammeln. Dann haben wir erst eine Macht, was auszuüben. Aber wir können alle die gleiche Meinung haben, das bringt gar nichts. Es muss in der Bewegung eine Führung sein. Deswegen ist es eine Zerstörung, wenn es ein zweiter Kalif kommt. Deswegen wird er getötet. Weil wenn er nicht getötet wird, was passiert denn dann?
Was passiert dann? Tötung. Durch die Spaltung kommt Tötung und unschuldige Menschen werden sterben. Aber wenn dieser Mensch gleich beseitigt wird, natürlich wird er erst zur Reue aufgerufen. Er wird nicht gleich getötet. Wenn er aber dann sagt, nee, ich mache das immer noch weiter, dann wird er getötet, weil wenn er weitermacht, werden unschuldige Menschen zustande kommen. Aufgrund dessen kommt das islamische Rechtssystem und tötet ihn, damit nicht andere Menschen zustande kommen. Man sagt ja im Christentum angeblich, das ist ja auch eine Lüge, wenn jemand auf die rechte Hand hängt, schlägt, halt ihm die linke hin. Islam gibt es sowas nicht. Jetzt werden natürlich die Christen sagen, die Kriegsgottländer ausgebeutet haben, die heiligen Kriege geführt haben, das ist aber ungerecht. Ich habe das letztens, glaube ich, gesagt, wenn ich das falsch sage, korrigiert mich. Wenn der Klügere immer nachgibt, regieren irgendwann die Dummen. Wenn der Klügere immer nachgibt, zurückzieht, werden die Dummen irgendwann die Welt regieren. Wenn du immer die Rechte hinhaust, wird irgendwann der Salim gewinnen. Deswegen sagt der Islam unterdrückt nicht und lässt aber auch nicht unterdrücken. Deswegen kommt der Islam und sagt, wenn es aber eine Spaltung gibt mit dem zweiten Kalifen und er gibt die Reue nicht ein, dann wird er getötet. Weil wenn das nicht passiert, werden hundert oder hunderttausende Menschen, unschuldige Menschen, sterben. Und was auch wichtig ist, sehr, sehr wichtig ist, die Einheit ist hier gezeigt. Es muss einen Kalifen geben, sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, einen Kalifen, wo die Menschen sich versammeln. Hä, der wird vielleicht vielen Leuten nicht gefallen. Der ist mir zu dick, der ist mir zu dünn, der hat ein weißes Gesicht, sein Turban gefällt mir nicht, vielleicht seine Rechtsschule gefällt mir nicht. Ach hey, wir sind hier nicht bei Wünsch dir was. Solange der Mensch ein Muslim ist, haben wir diesen Menschen zu gehorchen.